Leute, ich bin Suda Silvi und für heute habe ich mir ein paar Sachen überlegt, die ihr machen könnt, um die Corona-Krise, sage ich mal, für euch zu nutzen, da jetzt viele etwas mehr Zeit haben und dass ihr diese Zeit auch produktiv nutzt. Zuerst einmal könnt ihr bei euch mal wieder richtig ausmisten und alte Sachen verkaufen oder ihr geht nochmal auf die Jobsuche, um einfach noch etwas Geld zu verdienen. Wie ich das schon in meinem letzten Themenvideo erwähnt habe, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann würde ich euch empfehlen, dass ihr bei euren Banken auf Online-Banking umstellt. Sofern das natürlich noch nicht der Fall ist. Bei Direktbanken ist das ja sowieso der Fall, aber bei Hausbanken wie zum Beispiel der Sparkasse wahrscheinlich eher noch nicht. Das ist aber sehr sinnvoll, da ihr dann nicht immer zur Bank laufen müsst, um Bankgeschäfte zu erledigen, sondern ihr könnt das einfach ganz gemütlich von zu Hause aus tätigen. Eine weitere sinnvolle Sache, die ich jetzt auch vor kurzem selber erst gemacht habe, ist, dass ihr euch einen solchen Ordner, einen Geldordner zulegt, wo all die wichtigen Daten von euren ganzen Banken drin sind. Am besten macht ihr für jede Bank eine eigene Rubrik, sodass es auch alles schön geordnet ist. Und dann habt ihr in diesem Ordner einfach alles schön und übersichtlich eure ganzen Unterlagen zu euren Banken. Für vorne im Ordner könnt ihr euch ein solches Übersichtsblatt erstellen mit euren Bankdaten. Also da sind alle wichtigen Daten, die wichtigsten Daten von eurer Bank drin, also dass ihr die Passwörter und alles schnell auf einen Blick habt. Vor allen Dingen, wenn ihr dann Online-Banking machen wollt, dass ihr dann nicht immer im Ordner alles erst raussuchen müsst, was ist jetzt die PIN und so, da habt ihr alles einfach schnell auf einen Blick. Das Blatt könnt ihr euch auch ganz einfach ausdrucken. Ich habe euch den Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Und dann noch zur Erklärung, bevor wir jetzt besprechen, wie ihr das ausfüllen müsst. Ihr füllt das aus und wenn ihr das ausgefüllt habt, schneidet es ihr hier, da ist so eine Linie auch, da steht es auch drunter, schneidet ihr das hier bei der Hälfte durch. Und die obere Hälfte verstaut ihr in eurem Ordner und die untere Hälfte versteckt ihr. Denn wenn nämlich jemand bei euch einbricht, hat er nicht gleich alle Daten, sondern nur die Hälfte und kann damit dann nicht wirklich was anfangen. Einfach um die Einbruchssicherheit. Genau. Und das könnt ihr zusammen, also wenn ihr hier oben links in der ersten Hälfte anfängt, dann müsst ihr auch in der zweiten Hälfte oben links weitermachen. Also immer sozusagen jede Ecke hat in jeder Hälfte gehört zusammen. Genau, nur nochmal zur Erklärung. Damit ihr jetzt wisst, wie ihr das ausfüllen müsst, das Blatt, besprechen wir das jetzt hier. Ich habe die ganzen Begriffe nochmal hingeschrieben und wir besprechen das jetzt einfach, weil das kann ziemlich verwirrend sein. Das habe ich selber gemerkt, weil dann steht da Kontonummer, Zugangsnummer, was ist jetzt was. Damit ihr wisst, was jetzt wohin gehört. Denn wenn man da einfach ein paar Tipps hat, wo man zum Beispiel die Kontonummer meistens anfängt, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Also bei Bank schreibt ihr einfach den Namen der Bank hin. Bei Kontonummer, die ist eigentlich immer ziemlich lang, daran kann man das erkennen. Und vorne steht, wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland, steht dann da DE, also das Kürzel des Landes, oder in Österreich dann AU. Die BIC besteht aus Buchstaben, also es ist eine Buchstabenkombination. Und das ist sozusagen dieses Kürzel der Bank. Also jeder Kunde bei der gleichen Bank hat sozusagen die gleiche BIC. Genau, so kann man sich es eigentlich ganz gut merken. Die Zugangsnummer, wie der Name eigentlich schon sagt, verschafft euch Zugang zu eurem Account. Vor allem, die braucht ihr eigentlich immer, wenn ihr Online-Banking macht. Und die kann auch ein Teil der Kontonummer sein. Also es kann zum Beispiel auch das Ende der Ziffernkombination von der Kontonummer sein. Genau. Die Hotline der Bank könnt ihr euch aufschreiben, müsst ihr aber nicht. Aber falls ihr mal Telefonbanking machen wollt oder einfach eine Frage habt, könnt ihr dort dann einfach anrufen. Und wenn ihr die hier gleich stehen habt, habt ihr es gleich auf einen Blick. Genau. Dann gibt es noch die PIN. Also dann hier durch die gestrichelte Linie ist gekennzeichnet, dass dann da die erste Hälfte vorbei ist. Dann der PIN oder auch manchmal Identifier genannt. Die kriegt ihr zugeschickt. Also wenn ihr euch ein Konto erstellt, kriegt ihr per Post eine PIN zugeschickt. Mit der müsst ihr euch dann anmelden. Und wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr aber die PIN ändern. Also da erstellt ihr sozusagen selber eine. Und da achtet bitte darauf, dass ihr das auch wirklich sicher macht, also nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder euer Geburtsdatum oder so. Versucht es einfach möglichst sicher zu machen. Dann bei manchen Banken gibt es noch gegebenenfalls sonstige Keys, kommt einfach drauf an. Und zu guter Letzt haben wir noch die Telefonbanking-PIN.
Die braucht ihr, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal bei eurem Konto, also euer Konto sperrt, weil ihr zu oft die falsche PIN eingegeben habt oder so, damit ihr das Konto einfach wieder entsperren könnt. Also das ist sehr sinnvoll, wenn ihr dieses Blatt ausfüllt, da ihr dann einfach alles auf einen Blick habt und wenn ihr Online-Banking macht, dann nicht immer in eurem Ordner nochmal das suchen, da habt ihr alles schön auf einen Blick. Genau. Natürlich geht es aber nicht nur darum, dass ihr jetzt so einen schönen Ordner habt, der übersichtlich ist oder Online-Banking macht, sondern ihr braucht natürlich auch die richtigen Geldanlagen. Vielleicht hat der ein oder andere sich ja schon ein Festgeld angelegt oder ein Tagesgeldkonto eröffnet aufgrund meiner bisherigen Videos und bald braucht ihr dann noch eine weitere Rubrik für euer Depot. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen.